Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Im letzten Part haben wir noch einiges an Zeugs nachgeholt. Und in diesem Part wollen wir uns auch den 100% immer mehr nähern, indem wir jetzt noch die letzten beiden Missionen machen, die uns noch im schweren Modus fehlen. Und zwar ist das einmal hier Hämmertbrüder und der finale Schlag. Der finale Schlag machen wir mal zum Schluss, weil das hat ja auch schon Finale im Titel. Das passt dann ganz gut. Erstmal jetzt noch Hämmertbrüder. Schlage die Kanonenkugel mit deinem Hammer zurück zu Morten. Gemeinsam schafft ihr auch die Großen. Genau. Da war die einfache Version eigentlich schon einfach irgendwie. Und deswegen, die hier wird es, glaube ich, auch nicht so schwierig werden, weil ich meine, das Problem ist halt, dass die sich hier nicht arg viel, ich sag mal, einfallen lassen können, um das jetzt mega ultra schwierig zu machen, finde ich. Ich meine, da kann natürlich viele werfen und ich muss halt schnell reagieren und häufig die Seiten wechseln und immer schön draufkloppen, aber das ist trotzdem eigentlich alles voll okay, finde ich. Und deswegen, das sollten wir dennoch sehr gut hinbekommen. Ich habe sogar 3 Fehlversuche. Das, wow. Deswegen, wir sollten schon schaffen, sagte er und verkackt dann schon. Was sind eigentlich, wenn ich einfach eine Kanonenkugel überhaupt gar nicht zurückschlage und einfach halt gegen den Boden preschen lasse? Was passiert denn dann? Krieg ich dann auch ein X, weil ich halt alle zurückschlagen muss? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, ich muss wahrscheinlich wirklich schon alle zurückschlagen, weil ansonsten wäre das irgendwie ja sinnlos, sag ich mal. Deswegen macht wahrscheinlich so schon am meisten Sinn. Haha, jetzt zeige ich euch, was wirklich in mir steckt. Okay, ich bin nochmal gespannt. Aber ich glaube, das ist nur heiße Luft, was da aus deinem Mund kommt. Ich glaube dir nicht. Denn, was? Ich habe doch gemacht. Das ist doch nicht so... Mann, ey, das war jetzt aber blöd, weil eigentlich habe ich doch das richtig gemacht, oder? Dachte ich. Keine Ahnung. Ja, so einfach ist es dann jetzt doch nicht unbedingt, aber schwierig ist es auch nicht, da bleibe ich dabei. Ich finde es nicht schwierig, eigentlich, aber ich meine, ich habe schon 2 X, ich weiß, aber das waren komische X, irgendwie. Die waren beide seltsam, finde ich. Hm, naja, war ich dann eigentlich bei beiden zu früh oder bei... Hm. Das ist jetzt komisch, das ist eigentlich... das ist nicht schwierig, nee, das ist wirklich nicht schwierig, echt jetzt, finde ich. Das ist seltsam, also bei den letzten beiden war ich zu spät. Aber war ich nicht bei der ersten sogar zu früh oder so? Aber ich glaube, ich sollte eher zu früh hauen als zu spät. Ich meine, also man muss schon ziemlich schnell sein, weil ich meine, da wirft dich schon relativ schnell hintereinander, muss auch schnell die Seiten wechseln, das ist schon richtig. Aber ich finde trotzdem, dass es, ich finde, dass es nicht schwierig ist. Ich weiß eigentlich, warum ich jetzt gerade das verschissen habe. Das ist irgendwie echt peinlich fast schon irgendwie, weil ich, wie gesagt, ne? Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich finde das eigentlich nicht schwierig. Ich meine, das ist einfach nur... Mit dem Schülerpad ein bisschen nach links und rechts bewegen und halt A drücken und mal noch A, B, Y manchmal, wenn er halt die Großen schmeißt. Das ist eigentlich voll okay. Keine Ahnung, ich überspringe mit R übrigens, dass schneller geht. Die Cutscenes zumindest. So, und nimm das. Arm. So, okay. Also wie gesagt, lieber dann doch offenbar ein bisschen zu früh draufhauen als zu spät. Ich kann auch schon, während ich eigentlich noch im Seitenwechselmodus quasi bin, kann ich auch schon A drücken. Und dadurch dann eben dafür sorgen, dass ich ganz, ganz früh auch die Kanonenkugel wirklich erwischen kann. Shit, ja, verdammt nochmal. Jetzt war ich aber... jetzt war ich gerade zu früh bei der einen. Und das hat mein ganzes Timing versaut und deswegen habe ich die andere dann auch nicht mehr bekommen. Ja, okay. Ja, das Problem ist, wenn ich halt eine verkacke, dann laufe ich groß Gefahr, die anderen, die direkt danach kommen, auch zu verkacken. Das ist natürlich schon dann schwierig. Hm. Aber es ist schon die letzte jetzt, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Passt mal auf, was jetzt kommt. So, jetzt bitte dich auch noch erwischen. Okay, sehr schön. Und stirb. Gut. Puh. Ja, dann nehme ich es doch zurück. Also ich finde, also mega schwierig ist es immer noch nicht. Nein, aber es, einfach ist es auch nicht. Das ist schon richtig. Weil das haben wir jetzt gerade gesehen. Ich meine, ich dachte immer, ich hätte einfach viel zu spät geschlagen. Aber jetzt habe ich gerade auch einmal zu früh geschlagen. Und das wird einen, also das verwirrt einen dann komplett. Und dadurch, dass er die so schnell hintereinander wirft, läuft man dann wirklich extrem Gefahr, auch die direkt danach zu verpassen. Und dann sogar die direkt danach vielleicht auch noch. Und das ist natürlich dann schon ziemlich doof. Deswegen, ja, es ist doch nicht so einfach. Ist ja schon okay. So, auf jeden Fall. Der finale Schlag noch. Kämpfe deinen Weg durch Bosses, neue Festung und zerstöre die Kanone innerhalb des Zeitlimits. Ja. Genau, da kamen noch einige Kämpfe auf uns zu. Aber ich meine, ja, obwohl, jetzt habe ich aber das andere... Ja, nee, ich habe eigentlich schon das passende Kampfkartenset. Ich habe ein Kampfkartenset, das komplett auf Angriff beruht. Und das ist eigentlich schon okay, denke ich mal. So, hier kamen jetzt überall Gegner immer, ne? Genau. Genau, erstmal Goombas, richtig. Keine Ahnung, was Goombas hier wollen, aber okay. Luigi, mach mal schnell eine Feuerblume, die geht am schnellsten und dürfte die killen. Ich habe ja... Ja gut, ich hätte natürlich, hier, also mein Standardkampfkartenset wäre dann eigentlich, ehrlich gesagt, doch besser gewesen. Weil bei meinem Standardkampfkartenset habe ich ja die Uhr drin, die mir halt extra, wow, die mir halt noch ein bisschen extra Zeit gibt. Und das wäre eigentlich schon dann ganz duftig gewesen, wenn ich die noch hätte benutzen können hier. Kann jetzt leider nicht, weil die Uhr habe ich natürlich im Kampfarena-Kampfkartenset nicht drin, weil ich die gar nicht brauche. Jawohl, ich meine, für König Bob Omb wäre die gar nicht mal so schlecht sogar. Aber den schafft man auch ohne, wenn man einigermaßen ein hohes Level hat, was wir haben.
Deswegen, ich habe die halt hier nicht drin eben. Was jetzt vielleicht ein bisschen mir zum Nachteil werden kann, aber trotzdem, das werden wir trotzdem hinkriegen. Ich meine, das muss ich ja auch ohne Uhr irgendwie machen, was dann, weil, ich meine, die können ja nicht verlangen, dass man hier diese eine bestimmte Kampfkarte gefunden haben muss. Ja, obwohl, die kann man ja auch kaufen, ne? Aber trotzdem. Die können nicht verlangen, dass man diese eine Kampfkarte hier haben muss. Das kann man bestimmt auch innerhalb der 5 Minuten ganz gut schaffen, denke ich. Und deswegen, das werden wir schon auch innerhalb der Zeit hinkriegen, hoffe ich mal. Werden wir schon sehen. Okay, ich glaube, es kommen dann andere Gegner als Kumbas, ne? Genau, es kommen Papierbob-Oms, ja. Die will ich auf jeden Fall auch mit einer Feuerblume killen, definitiv, weil es geht auch mit Abstand am schnellsten, weil mit einer Feuerattacke verbrennen die Bob-Oms ja, weil ich meine mit einer normalen Attacke, also wenn ich jetzt halt Flattercopter zum Beispiel machen würde oder sowas, dann würden die ja auch alle sterben durch die Schockwelle auch noch, dann würden die ja alle böse werden und würden in mich reinrennen wollen und es wird noch ewig lang dauern und so sterben sie aber einfach sofort. Warum halten die so viel aus? Okay, keine Ahnung. Und ja, ich muss es doch so machen, weil Paper Mario hat ja keine Feuerattacke, oder? Ich glaube nicht, oder? Warte mal, wie ist es eigentlich? Das weiß ich jetzt immer noch nicht genau. Ist eigentlich, hier, der Tornado. Ist das eigentlich eine Feuerattacke am Ende? Ich glaube aber nicht, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, der Squash-Angriff ist schon auch gut. Weil ich glaube, die Trio-Attacken von Paper Mario, die killen die Bob-Oms ja auch instant, ohne dass sie aggressiv werden und mich töten wollen. Glaube ich zumindest, ne? Das war doch so. Genau, okay. Aber wie gesagt, ansonsten ist es halt so, wenn ich die angreifen würde, dass sie dann sauer werden und dann auf mich zurennen wollen. Und das wäre natürlich schlecht, weil das dann ewig lang dauern würde. Ich sogar noch vielleicht Schaden nehmen könnte, deswegen, nee, das ist schon gut so. So, jetzt kommen noch die Typen hier. Oh Gott. Da machen wir jetzt einen Ballonplatzer. Ja, ich will eigentlich keine Karten jetzt hier verwenden, da habe ich eigentlich keinen Bock. Obwohl wäre ja sogar ein Flattercopter besser gewesen, weil ich meine, ich kann ja auch stachelige Gegner machen. Hätte ich die anderen durch eine Schockwelle killen können, vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ja. Aber ist schon auch so, okay, ich mache danach dann einfach noch einen Squash-Angriff. Der zwar auch ein bisschen dauert, ja, aber trotzdem. Und vielleicht mache ich sogar nur einen Hammer-Angriff mit Paper Mario. Je nachdem, wie viele von denen jetzt sterben werden. Oh, die nehmen mega viel Schaden, ja, die sterben, wow. Okay, habe ich ein bisschen jetzt die Power unterschätzt, muss ich zugeben. Ja gut, ich meine, gerade eben bei den Papierbob-Oms, die haben halt nur deswegen überlebt, weil der Feuerblumenangriff auch nur quasi ein einzelner Angriff ist, wenn man so will. Also ich mache halt nur ein einziges Mal Schaden. Und das ist ja gegen Papiergegner mit vielen Kopien schlecht, wie wir wissen. Und nur deswegen haben die wahrscheinlich gerade eben überlebt, denke ich mal. So, dann der Typ noch. Flattercopter, das geht am schnellsten. Und ich mache den auf den Shy Guy, denn wir wissen ja, sobald einer von diesen drei Kollegen da stirbt, entweder Shy Guy oder einer der beiden Kettenhunde, dann haben sie keinen Bock mehr und die anderen beiden oder der andere, der noch, auf jeden Fall die noch übrig sind, fliehen dann einfach. Und der Shy Guy hat die wenigsten KP und geringste Verteidigung, deswegen der wird sterben. Ihr habt 400 Held auf gar keinen Fall aus. Und deswegen hauen die Kettenhunde ab, weil ihr Herrchen tot ist. Und tschüss, genau, okay. So. 220 haben wir noch und ja, ich denke mal schon, dass das machbar ist. Behaupte ich mal. So, gleich wieder in den Rennmodus gehen. Wir sind auch schon gleich da. Jetzt müssen wir noch ein paar Gegner hier ausweichen, ne? Ein paar ekligen Fuzzies, ja. Scheiße. Das ist jetzt schlecht, aber fliehen kann ich hier wahrscheinlich nicht, ne? Ein Glitzergegner, dein Ernst? Die sind sogar schneller als ich. Wow. Ach mein Gott. Okay. Hört auf zu nerven jetzt. Darf ich fliehen aus den Kämpfen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, darf ich natürlich nicht. Was haben die für ein Level? Schnell. Was, 49? Will ich mich verarschen? Okay, Megahammer auf den. Der dauert zwar auch ewig, aber oh Mann, ey. Ich hätte nicht in den Fuzzy gerade eben reinrennen sollen. Aber ich habe jetzt dann gleich eine Unverwundbarkeit. Immer nachdem ich aus dem Kampf rausgehe, ist es ja so. Ich kann jetzt einfach gleich durchrennen durch die. Und kann die dann... kann er da einfach entkommen, denen. Oh Mann, ich hätte nicht in die Fuzzys reinrennen dürfen. Das war jetzt sehr schlecht von mir. Das sind ja keine stacheligen Gegner, ne? Ich kann auf die draufspringen. Ja, ja, es dürfte auf jeden Fall gehen. Zack. Ich hoffe, der stirbt jetzt auch dadurch, weil ich meine, der hat 49 als Level. Das ist mega viel. Der könnte sogar jetzt noch überleben, was sehr schlecht wäre. 236, das... Ja, er lebt noch. Heilige... Oh, ne, was ist... Oh, Mann, ey. Ach, ernsthaft? Verkacke ich jetzt die Mission nur wegen... Scheiße. Ja, 129, will er mich verarschen? Nur wegen dem Blödsinn und mein Angriffspush ist weg? Nein! Scheiße, Mann, ich kann kotzen. Squash-Angriff geht am schnellsten. Ich hoffe, der reicht aus. Ich hätte jetzt doch ihre Verteidigung vielleicht senken sollen. Das wäre es blöder gewesen. Das darf ja nicht wahr sein. Oh, meinst du, muss die Mission gleich... Oh, habe ich gar keinen Bock, die Mission nochmal neu zu machen, ehrlich gesagt. Warum ist hier auch ein Glitzergegner dabei? Ich habe den Glanzring nicht mal mehr drin. Und trotzdem kommt ein Glitzergegner hier. Und die überleben das locker leider, ja. Oh, Mann, ich könnte mich so aufregen schon wieder. Die Zeit läuft einfach gnadenlos gegen uns. Oh, Mann, ich muss den Kampf jetzt irgendwie beenden. Oh Gott, ey. Teilen die sie jetzt nochmal auf? Wollen die mich einfach verarschen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bombenderby. Aber das reicht nicht. Aber ich meine, die haben... Die sind sehr klein. Deswegen haben die vielleicht auch wenige KP. Und es ist ein...
Feuerangriff, aber ich glaube, der reicht trotzdem nicht aus, um die alle zu killen. Oder? Nee, die ganzen Glitzertypen leben noch. Ja, super. Ach, das ist noch nicht dein Ernst. Oder sterben die jetzt? Und jetzt kommt noch der blöde Angriff da. Ja, stimmt. Die Zeit ist halt gleich um, ne? Ach Mann, ist das ein Quatsch. Weil ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal neu zu machen. Wisst ihr was, das werde ich dann offscreen machen, weil da habe ich echt keine Lust mehr. Ehrlich gesagt, das ist euch nochmal zu zeigen. Das werde ich dann einfach offscreen machen. So ein Quatsch, ey. Ja, Zeit ist vorbei. Ich weiß auch, diese blöde, da kommt noch ein Glitzerfuzzy, ne? Wenn der Glitzerfuzzy nicht gewesen wäre. Ich habe, wie gesagt, den Glanzring nicht mal mehr drin. Boah, könnte ich mich aufregen. Ihr habt keine Vorstellung mehr. Nein, kein Bock mehr. So ein Quatsch. Ja, leck mich. So, das werde ich dann... Ja, obwohl, aber nachholen ist eigentlich auch blöd, ehrlich gesagt. Weil wenn ich nachholen muss, dann kriege ich ja die Karte quasi auch offscreen. Ach, das ist ein Quatsch. Ja, kann ich dann einfach vielleicht das Ende nochmal reinschneiden, wie ich es dann schaffe. Das werde ich dann vielleicht machen. Boah, ich könnte mich so aufregen gerade. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So ein Blödsinn nochmal. So, auf jeden Fall jetzt. Kartonkoloss Bowser. Wenn ich den jetzt nicht beim ersten Mal mit dem S-Rang schaffe, dann werde ich das auf jeden Fall dann auch nachholen. Und das werde ich komplett offscreen machen. Das habe ich ja bisher bei den Kartonkoloss-Kämpfen immer so gemacht. Ich meine, wenn sogar noch ein bisschen Zeit am Ende ist, dann kann ich vielleicht sogar doch noch, meinetwegen, nochmal die Mission gleich machen. Und dann eben noch da den, das eben nachholen. Und nochmal machen halt. Und dann hoffen, dass ich bei den Fuzzies irgendwie besser durchkomme. Oder halt erst gar nicht auf den Glitzergegner treffe. Das wäre natürlich das Allerbeste, klar. Das ist halt auch ein bisschen blöd, weil der Anfang von der Mission ist halt ziemlich langweilig, weil wir dann gegen Goombas kämpfen müssen. Aber naja. So, wie hast du nochmal funktioniert eigentlich, Kollege? Abfackeln? Ja, okay, einfach umwerfen dann und halt hier auf den Rücken springen. Also das Abfackeln ist ja wirklich ziemlich gut gegen die meisten Gegner. Und hält es sogar aus, der Wurm, okay. Meinetwegen. Ja, aber ich kann gerne noch mehr Feuerbälle auf dich schmeißen, wenn du willst. So, zack, zack. Dann einmal umdrehen bitte und umwerfen und nimm das. Bam. Aber es dürfte bestimmt auch mal ein bisschen dauern jetzt hier der Kartonkoloss-Kampf, weil hier schon es einiges zu tun gab. Und wir einige Gegner killen mussten, aber ich kann ja alles überspringen wenigstens. Genau, jetzt kommt das Luftschiff hier. Ja, das auch einfach aus der Ferne abballern mit Feuerbällen natürlich. Oh Gott. Okay, ich hab die Kugelbälle sogar noch kontern können. Das war jetzt auch cool, sehr schön. Und Sprungwurf. Bam. Okay, Hälfte schon abgezogen. Ein weiteres Mal und dann passt es wieder. Übrigens, mein L-Knopf geht wieder so einigermaßen, wie wir sehen können. Ich habe den jetzt immer häufiger mal einsetzen können, aber der klappt auch nicht immer. Also manchmal funktioniert der, manchmal nicht. Ich muss ein bisschen noch fester drauf drücken. Ist aber jetzt irgendwie häufiger so, dass der mal ganz gut funktioniert hat und mal aber auch nicht. Das ist ein bisschen blöd, aber naja, was willst du machen? So, will ich mich kurz auffüllen? Nee, will ich glaube ich gar nicht. Ich werde einfach normal gegen den kämpfen, weil das dürfen wir sogar auch so noch schaffen, glaube ich. Ich werfe mal gleich jetzt schon. Treffe ich den schon damit? Tatsächlich, ja. Jetzt brutzelt er schon ein bisschen vor sich hin. Und nochmal sehr schön und umwerfen. Bam. Und Sprungwurf. Ja, yeah, das ist echt eine coole Taktik hier. Also, Feuer Mario hat schon echt ziemlich drauf. Das muss man echt sagen, weil seine Feuerbälle sind schon wirklich sehr, sehr stark. Das ist auf jeden Fall, ganz klar. So, einmal getroffen und nochmal, genau. Die Gegner, das ist echt cool. Ich meine, ich kann die Gegner gar nicht zum Angriff kommen lassen. Durch meine Taktik. Das ist schon etwas sehr Schönes, auf jeden Fall. So, jetzt kann aber meine Energie dann doch knapp, L-Knopf, dann geht meine Energie dann doch knapp werden. Ich habe doch noch gedrückt. Aber ich mache einfach, ich meine, der dürfte jetzt eh schon sterben. Keinen Sprungwurf machen, der kann ich noch. Okay, sehr schön. Und stirb, okay. So, ich habe ein bisschen Schaden genommen, aber ist noch voll okay eigentlich. Und jetzt muss ich aber mich gleich auffüllen. Und dann geht es auch gleich weiter zum nächsten Kampf. Wer kam als zweites nochmal? Ich glaube, Bowser Jr. sogar, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, der vierte war dann Buu. Blödsinn, der dritte war dann Buu. Oder König Buu halt. Und der vierte war Kamek und der fünfte dann halt eben Bowser selbst. Glaube ich zumindest. Okay, gut. Ich muss das Timing natürlich immer hinkriegen. Oder ich sollte das Timing immer hinkriegen. Also ich will schon, wenn es geht, natürlich einen S-Rang bekommen. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann ist es auch nicht schlimm. Weil ich das einfach halt dann, wie gesagt, komplett offscreen machen werde. Das ist kein Problem dann. So, Bowser Jr., genau. Hallöchen, mein Lieber. Aber ich mit meinen Feuerbällen bin deutlich besser aufgestellt als du, möchte ich meinen. So, Hallöchen. Gut, wir gehen mal einmal... Entschuldigung, wir gehen mal einmal außen rum. Boah, meine Stimme, hey. Schlimm schon wieder. So, nein. Auf zu nerven. Was war eigentlich das nochmal? Keine Ahnung. Ich glaube, auf den Schalter hätte ich... Ich hätte auch zurennen, glaube ich. Ich glaube, ich hätte auch auf den zurennen sollen, oder? Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hier alles funktioniert hat mit den Gegnern, aber... Es klappt ja auch so ganz gut. Hätte er drüber werfen? Ja, kann ich. Gerade so. Bam. Okay, jetzt schnell zu ihm. Und umwerfen. Bam. Und Sprungwurf. Yay. Also die Taktik ist echt viel zu OP eigentlich fast schon. Hier mit Feuerball Mario. Schon echt heftig. So, zack. Ich kann die auch sofort explodieren lassen. Das macht natürlich Sinn, ne? Feuer gegen Bob Oms macht irgendwie Sinn, dass ich die sofort explodieren lassen kann, auf jeden Fall. So, umwerfen und Sprungwurf. Bam. Hey, sehr cool. So, aufladen brauche ich mich gar nicht. Das soll ich noch schaffen bis zum nächsten. Ah, jetzt kommt der Käse da, genau.
Da war, glaube ich, der rechte Weg der richtige, ne? Der linke, ich glaube, beim linken war nur Bonus. Ich glaube, der rechte war der richtige, wenn mich nicht alles täuscht. So, schnell durch. Okay, kurz warten. Und durch. Okay, nicht auffüllen. Wie gesagt, den nächsten, also Buhu kriegen wir noch hin. Und dann vor Kamek muss ich mich wahrscheinlich wieder auffüllen. Ja, Kamek wird natürlich fies, weil Kamek ist irgendwie blöd, weil der sein Schutzschild irgendwie so haben kann. Und ich deswegen auch mit meinem Feuerbällen den, glaube ich, gar nicht so gut treffen kann, ne? Oder das war doch so. Ja, also Kamek wird wahrscheinlich am bösesten. Ich glaube, Bowser wird, ich glaube, Bowser geht sogar auch. Ich glaube, Kamek wird sogar fieser als Bowser. Müssen wir mal gucken. Ich muss natürlich ein bisschen, ach du Arsch, ein bisschen abschätzen, wo er hinfliegen wird, um ihn dann treffen zu können. Sehr schön, okay. Ja, der Buhu will auf mich, nein, ich habe nicht getroffen, verdammt. Schnell. Nein, ich hab, oh Mann, ich hab's nicht mehr ganz geschafft, ich bin so schlecht. Scheiße. Ja, Mann ey, so ein Quatsch. Okay, aber er greift an, ist auch okay. Mit seiner Sprungattacke hier. Oder? Wo ist er denn? Was war das denn? Okay, warum ist er jetzt dahin geflogen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich darf nicht nach unten fallen, ne? Ansonsten nehme ich auch Schaden, glaube ich. Ich muss hier auch aufpassen, dass ich nicht nach unten falle. Ich muss mich übrigens auch wieder auffallen jetzt sogar, weil ich jetzt leider halt am Anfang ein bisschen mich blöd angestellt habe und ihn nicht sofort erwischt habe. Das war jetzt ein bisschen eklig, leider. So. Du bist im Weg, wie er gerade die Kamera einfach blockiert hat, ne? Der Arsch. Okay, er greift, glaube ich, gleich an. Ja, okay, passt. So. Ich habe jetzt, glaube ich, da am Ende sogar mal noch einmal das Timing verkackt, leider. Zack. Und zack, sehr schön. Und umwerfen jetzt aber. Gut, Buhu, lass mich in Ruhe. Ja, ist okay. Lass mich in Ruhe. Geh weg jetzt. Warum will ich ihren Typen schützen wollen, den König? Gibt's ja nicht. Man macht irgendwie Sinn, aber trotzdem. Fies. Nein! Ach, Mario, was tust du? Ja, da habe ich uns auch nicht so gut angestellt. Aber die Kämpfe werden schon auch schwieriger. Also, Goomba war noch der einfachste, obwohl ich da auch getroffen wurde. Und, dann Bowser Jr. war eigentlich auch noch machbar. Und jetzt hier, das war schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt Kamek wird halt auch noch tricky werden. Muss ich auch noch schauen, ob ich das hinkriege und wie schnell. Und mit wie wenig Schaden vor allem. Ich versuche mich gut anzustellen. Wir schauen mal. Halt durch den Kamek. So. Ich werde gleich mal einen Feuerball anverschießen. Kann ich da durchschießen durch den Schutzschild? Nee, kann ich nicht, ne? Ich kann aber einen Ring wegnehmen. Ach komm, ich bin noch mal weggerannt. Das ist interessant. Ich kann ihm einen seiner Ringe wegnehmen. Das ist sehr interessant sogar, finde ich. Ich mach gleich nochmal einfach. Spring mal. Ach man, ey. Oh, ich kann Kamek nicht. Ich habe keine Ahnung, wer wieder angegriffen hat. Ich habe Kamek noch nie gekonnt. Ob bei unserem ersten. Nein, ob bei unserem ersten Treffen schon nicht. So, jetzt aber, komm her. Und warum bewegt er sich weg eigentlich? Oh, ich nehme so viel Schaden hier, ne? So, jetzt. Ist sein Schutzschild wenigstens weg? Was macht denn der eigentlich alles? Ich block seine Angriffe immer deswegen, okay. Mann, ey, lass ihn mal verbrutzeln jetzt. Oh, ich hasse dich so sehr. Der hat mir jetzt schon so viel Schaden gemacht. Ich glaube, allein wegen Kamek kann ich jetzt schon mir den S-Rang abknicken, würde ich sagen. Weil ich glaube, das kann ich jetzt schon nicht mehr schaffen, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir erstmal wieder auffüllen. Ein Pilz brauche ich sogar auch fast. Oh Mann, ey, ist so ein Quatsch. So. Ich muss gleich auch aufpassen auf ihn, wenn er mich gleich angreifen will. Okay, aber erstmal noch schön auffüllen hier. Ich hoffe, er greift mich nicht zu schnell an. Ja, jetzt macht das aber. Okay, ich musste weg hier. Aber ich habe ein bisschen was auffallen können, deswegen passt schon. So. Okay, jetzt schnell Sprungwurf, schnell. Okay, hat noch geklappt, gut. Sehr schön. So, noch ein weiteres Mal am besten umwerfen vorher und dann würde er auch schon sterben. Ich nehme mal wieder ihm sein Schild weg am besten. Jetzt greift er wieder an. Aber ist okay. Nochmal Schild wegnehmen. Okay, passt. So, jetzt Kamek. Jetzt komm her. Aber wie er immer das abblockt, weil er auch selber eine Attacke macht, der Arsch. Na, jetzt hör doch auf zu nerven. Warum hat er mich jetzt... Warum? Der hat mich doch gar nicht getroffen. Mann, ich hasse dich. Ach, du bist so ein Idiot. Wirklich. Oh Gott, ey, das war mir schon von Anfang klar, dass ich gegen Kamek total verkacken werde. Und so ist es auch wirklich, ja. Also ich glaube gegen... Jetzt lebt... Der lebt noch? Dein Ernst? Der hat doch einen Strich noch, ne? Ach, ich hasse dich. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Nein! Alter, der macht mir so viel Schaden. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Sein blöder Schutzschild aber auch, ne? Nimm das jetzt und stirb. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Ja, den ersten können wir jetzt komplett abknicken. Muss ich dann, wie gesagt, nochmal offscreen machen. Och man, ey, also wie gesagt, ich glaube, gegen Bowser haben wir nicht so große Probleme wie jetzt gegen Kamek hier, tatsächlich. So, Pilz her. Mann, ey. Geht es eigentlich auch in die Wertung mit ein, ob ich Items hier benutzt habe? Ich meine, bei normalen Kampfarena geht es in die Wertung mit ein, ob ich Items benutze. Aber ich glaube, hier war es nicht so, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher sogar. Ich glaube, hier ist ja Schaden wichtig, den ich genommen habe. Zeit. Timing, das ich hier hatte. Obwohl, vielleicht doch. Na, scheiße. Vielleicht auch doch die Items, die ich benutzt habe. Keine Ahnung. Ja, das kann ich mir völlig abschminken. Ich war sowas von schlecht. Und zwar in so ziemlich jederlei Hinsicht. Und Bowser kommt ja erst noch. Aber ich meine, wie gesagt, ich finde, Bowser ist einfacher als Kamek. Ich werde wahrscheinlich diese Worte bereuen und jetzt gleich Game Over gehen oder so. Ich sehe es kommen. Aber, ne, wir schauen mal.
Ich muss mich nur erinnern, wie der funktioniert hat, aber ich glaube, das habe ich noch eher drauf. Einfach bei seinem Feuerangriff ihn treffen und dann auf seine Vorderseite gehen und dann ihn umwerfen und dann können wir auch schon einiges an Schaden machen. Ich glaube, so war das, ne? Genau, ich werfe einfach gleich mal von Anfang an. Am besten, er fängt mit Feuerangriff an. Ja, aber der macht den niemals geradeaus auf mich. Das ist ja immer so, dass der da erst links oder rechts seitlich von mich zielt, von mir zielt. Deswegen ich da dann auch ganz gut eigentlich ihn dreimal treffen kann, bevor er überhaupt zu seinem Flammenwurf kommt. Also ist schon alles ganz okay, denke ich. So, umdrehen. Gut. Ja, nee, halt, jetzt muss ich weg hier. Okay, er ist aber nicht schneller als ich, das ist gut. So, sehr schön. Aber jetzt wird er gleich wieder seinen Flammenwurf wahrscheinlich machen. Deswegen, ich hau gleich wieder rein. Ja, genau. So, keine Angst haben, weil... Also, es sieht zwar sehr gefährlich aus, aber er wird auf jeden Fall nicht direkt auf mich zielen. Deswegen, da passt alles. So, bam, umgeworfen. Und wieder mal ein Sprungwurf. Und bam! Okay, schon im gelben Bereich. Passt alles. Bisher, sehr gut. So, ich... Näher macht wieder... Was macht er jetzt? Jetzt kommt, glaube ich, der Kreiselangriff. Ne, der war fies. Ja, der war sehr fies sogar. Ja, ich versuche ihn einfach die ganze Zeit im Bild zu halten. Hilfe. Na, oh mein Gott, war das knapp. Okay. Er taumelt und damit... Zack. Ah, okay. Dann reicht sogar ein Feuerball aus, um ihn umzuwerfen sofort. Sehr cool. Und noch mehr Schaden gemacht. Cool, wunderbar. So, was kommt für ein Angriff? Ich sollte weg hier, glaube ich. Was kommt für ein Angriff? Ah, der Flammenwurf. Ich hätte ihn doch besser mehr angreifen sollen. So, wie gesagt, er macht ihn niemals geradeaus auf mich, aber jetzt muss ich doch weg hier. Nein, Mann, ey, scheiße, du Arsch. Gibt's nicht. Ach komm, ich muss aber wirklich genau frontal treffen. Das war auch fies. Ach stimmt, nach dem Angriff überhitzt er immer ein bisschen. Ja, hätte ich auch bedenken sollen. Weil ich den auch ihn sehr einfach treffen kann. Komm jetzt her. Okay, gut. Ich muss mich auch gleich wieder auffüllen. Auf jeden Fall, weil mir meine Energie langsam ausgeht. Weil ich natürlich vor allem auch noch Feuerbälle und Sprungwürfe halt... Ich brauche halt alles hier. Das ist übrigens auch ganz gut bei dem Bosskampf, dass man eben wirklich alles braucht. Feuerbälle, die Attacke nach vorne und auch den Sprungwurf. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. So. Ich muss jetzt erstmal ausweichen, leider. Ich meine... Was passiert jetzt? Ja, ich sollte weg hier. Glaube ich. Ja, Heavy ist nämlich genau getroffen. Jetzt kommt... Ja, oh mein Gott, hör auf zu nerven. Jetzt kommt noch die... Oder was macht er jetzt? Jetzt kommt er angeflogen, genau weg hier. Oh mein Gott, okay, aber jetzt kann ich nochmal treffen gleich. Und nimm das. Bam, okay. Aber ich muss mir jetzt kurz auffüllen, weil ich habe nicht mehr genügend Power für noch Feuerbälle und dann noch einen Sprungwurf anschießen da. Ich würde es gerne machen, aber ich... Scheiße. Ich muss aber weg hier jetzt. Ja, wie schnell war der denn jetzt? Habt ihr das gesehen? Ich konnte da jetzt gar nicht ausweichen. Nein, jetzt kommt er sogar... Nein, ich habe vergessen, dass er jetzt sogar zweimal kommt. Nein, hör doch auf zu nerven. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich sterbe sogar jetzt wirklich. Ist hier irgendwo ein Pilz eigentlich? Ich sehe nämlich irgendwie gar keinen. Sind ja keine Pilze mehr? Ernsthaft? Okay, das ist ein bisschen fies, finde ich irgendwie. Aber okay. Ich muss nach außen bleiben hier. Oh Gott, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, weg hier. Okay. Oh mein Gott, ich hab so Schiss. Also sterben will ich jetzt aber hier nicht, ne? Das ist klar. So, und... Nimm das. Aber er lebt noch leider. Ja. Ich habe auch keine... Ich muss jetzt wieder ein bisschen auffüllen. Ich hoffe, er lässt mich jetzt ein bisschen. Okay. Oh mein Gott. Flammenwurf. Scheiße, ich muss weg hier. Weg hier, weg hier. Einfach weg hier. Einfach nur weg hier. Okay, dreht er gleich wieder um. Nee, diesmal nicht. Doch, er dreht wieder um. Okay, aber er überhitzt ja gleich. Deswegen, ich muss in seiner Nähe bleiben ein bisschen. Ich brauche ja nicht mehr viel Schaden, ne? Ich brauche nicht mehr viel. Aber steht schon... Nein! Geh weg, geh einfach weg hier. Geh einfach weg hier. Oh Gott. Ja, über 10 Minuten habe ich jetzt hier gebraucht. Das gibt's nicht. So, noch einmal kurz warten. Dann in die Mitte gehen. Aber der Angriff ist eigentlich auch machbar. In die Mitte gehen... Ihm ausweichen. Dann gleich nochmal ausweichen und dann Sprungwurf und dann stirbt er ja auch schon. So, weg hier. Und. Stirb. Eieiei. Ja, ich glaube, hier noch ein S zu bekommen, das wird, glaube ich, noch sehr schwierig werden. Also, da werde ich wahrscheinlich noch ein paar Versuche dann brauchen, aber ihr müsst euch dann nicht mehr damit rumschlagen. Das werde ich, wie gesagt, komplett offscreen machen. Oh mein Gott. So, ja, A-Rang. Ist sogar auch noch ganz okay. Also, jetzt sogar mir nicht mal einen A-Rang gegeben, eigentlich. Ah ne, okay, und es zählt nur das. Okay, also es zählt nicht, wie viele Items ich benutzt habe. Ja, okay. Ja, das muss auf jeden Fall deutlich besser werden. Hä, Taktgefühl? Ich hab doch einmal das Taktgefühl verschissen, oder nicht? Das ist ja interessant. Ja, vielleicht ist es so, dass es 99,6% sind quasi und es wird aufgerundet dann oder so. Keine Ahnung. Interessant. Na gut. So. Werde ich, wie gesagt, offscreen machen.
Es ist ein bisschen blöd. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, nee, wisst ihr was? Dann werden wir jetzt nochmal kurz. Oh Mann, ey, ich konnte so kotzen. Dann werden wir jetzt nochmal kurz die spaßige Mission machen. Wenn es euch nicht mehr interessiert, könnt ihr ja vorspulen. Aber wir haben jetzt eh noch Zeit und deswegen kann ich sie jetzt dann gleich noch schnell machen. Ich werde einfach mein anderes Kampfkartenset nehmen, mit der Uhr nämlich, genau. Weil dann schaffen wir es auf jeden Fall. Da sind zwar auch jetzt Erfahrungskarten drin, die ich überhaupt nicht mehr brauche. Aber trotzdem, damit schaffen wir es auf jeden Fall. Selbst wenn ich in einen Glitzerfassi wieder reinlaufen sollte, obwohl ich den Glanzring nicht mal mehr habe. Verdammt nochmal. Und deswegen, jetzt wird es auf jeden Fall klappen. Ach man ey. Und es gibt ja auch hier keine S-Rang-Bewertung oder so. Also selbst wenn ich hier cheate mit der Uhr, mir völlig egal, geschafft ist geschafft. Und danach haben wir dann auch alle Medaillen. Und hoffentlich habe ich dann danach auch alle Glitzerkarten. Weil uns fehlen ja, wie gesagt, noch zwei Glitzerkarten. Was ein bisschen blöd ist, weil wir halt jetzt eigentlich nur noch eine bekommen dürften irgendwie. Aber das ist halt komisch, sag ich mal, weil mir fehlen noch zwei und deswegen, ich weiß nicht genau, ob mir dann wirklich noch eine fehlt, aber eigentlich nicht. Ich dachte eigentlich wirklich, dass ich von den ganzen Gegnern alle hätte. Kann ich denn noch irgendwo anders auch noch Karten bekommen? Ich meine, in dem Shop haben wir alle gekauft, das habe ich ja gemeinsam mit euch gemacht. Von den Glitzergegnern habe ich auch alle und Missionen habe ich auch alle gemacht, also ich dürfte ja eigentlich danach alle haben. Vielleicht kriege ich wirklich zwei auf einmal dann. Das wäre auch ein bisschen komisch irgendwie, ich muss schon zugeben. Aber eine andere Erklärung habe ich leider nicht. Deswegen, ich muss hoffen, dass es so ist. Keine Ahnung, naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, selbst wenn wir jetzt hier wieder viel Zeit verschwenden sollten, wir werden trotzdem, wenn wir die Uhr dann bekommen, dann haben wir halt gewonnen im Prinzip. Und dann kann es nichts mehr passieren. Ich werde auch dann bei den Fasses ein bisschen mehr aufpassen. Habe ich eigentlich hier den Papierflieger zur Verfügung? Weil dann kann ich einfach drüber fliegen. Aber ich glaube, den habe ich nicht. Ich glaube, da haben die schon dran gedacht, die lieben Entwickler. Das wäre auch ein bisschen sehr billig, ehrlich gesagt. Aber ich kann mal kurz gucken, haben wir den? Doch haben wir. Das ist ja witzig, okay. Das werde ich dann machen. Ich werde einfach da drüber fliegen. Geht das? Wahrscheinlich schon, oder? Okay, das werde ich dann machen mal. Das wird dann bestimmt witzig werden. So. Ja, Feuerblume. Eigentlich ist Luigi eigentlich ziemlich egal, was er macht. Ich setze mal einen Pilz einfach mal schnell ein. Weil es geht schneller. Und es ist völlig egal, was er macht, weil die Bob-Oms werden eh alle locker durch den Squash-Angriff sterben. Und deswegen, ne? Ich würde dann nur Zeit verschwenden, wenn ich eine Feuerblume machen würde. Deswegen, wir machen es einfach so. Oder sterben die alle? Ich meine, die sterben ja doch einen Schlag, ne? Ja, genau. Ja, doch, die dürften schon alle sterben. Die sind auch ziemlich eng beieinander. Also ich kann auch mehrere auf einmal immer treffen mit einem Schlag. Ja, die sterben definitiv alle. Locker. Okay. So, bam. Und bam. Ja, die sind jetzt natürlich noch verteilt hier. Aber ich meine, wenn die Wand einstürzt, nehmen ja die anderen trotzdem auch Schaden, ne? Ich glaube, so ist es doch. Ein bisschen zumindest. Vielleicht nicht viel. Aber die Bob-Oms sind ja auch auf einem sehr niedrigen Level. Deswegen dürfte schon passen. Ne, es passt nicht. Die leben noch. Tatsächlich? Ernsthaft? Ach man, ey. So, machen wir jetzt sowas hier. Der wird jetzt, wie gesagt, aggressiv, obwohl der 2000 Schaden genommen hat und sowas von pulverisiert sein müsste. Aber dann sterben die halt jetzt. So. Ach man, ey, so ein Blödsinn schon wieder. Gut. Hätten wir auch geschafft. Jetzt kamen, glaube ich, schon die Termiten. Ne, oder kamen die schon? Genau, okay. So, hier ist ja der Ballonplatz ziemlich OP, aber eigentlich, ich meine jetzt mal den Flatterkopter, weil der geht schneller. Obwohl, geht der schneller? Ist der schneller als der Ballonplatz hilft ein bisschen vielleicht, aber nicht viel. Ja, vielleicht auch gar nicht mal unbedingt. Ja doch, er ist schon ein bisschen schneller, glaube ich. Und der dürfte jetzt sogar dann vielleicht auch ausreichen, weil die Schockwelle die halt dann auch noch alle killen wird. Es wäre jetzt ein Fehler, wenn das nicht so wäre, ne? Aber wir gucken mal. Ich muss übrigens Karten umdrehen, muss ich dran denken mal. Dass ich das mal mache. Bam. Ja, der reicht sogar ziemlich locker aus. Okay. Sehr gut. Nur noch ein bisschen Zeit gespart. Gut. Und jetzt dann gleich einfach bei den Papierfassis drüber fliegen, wenn das geht. Das wäre ein bisschen sehr cheating-mäßig. Ich weiß, aber die bewegen sich mir ein bisschen zu komisch. Also wenn ich da lange davor stehen würde und mir genau überlegen würde, wie ich da jetzt durchkomme. Ah, der kommt noch, stimmt. Wie ich da jetzt durchkommen würde, dann wird es schon auch gehen, aber ne, ist mir zu umständlich. Ich will umdrehen, genau. Ich drehe mal am besten alle um. Ja, ich setze mal die Schildkarte auch nicht an. Nee. Ich mache mal nur einen Hammerangriff auf den Scheiger, weil das dürfte sogar auch schon ausreichen, glaube ich. Bam. Ne, er lebt noch, verdammt. Aber okay, aber jetzt, okay, da ist Julia, ich setze sie gleich ein am besten. Warum denn nicht? Ich meine, die Zeit ist ja hier dauerhaft immer, deswegen wir setzen sie gleich ein, genau, und haben damit schon gewonnen. Okay, gut, dann ein Sprung, der reicht aber auf jeden Fall aus gegen den Shy Guy. So. Und dann hauen wir die anderen beiden schon ab, geht auf jeden Fall auch schneller als irgendeine andere Attacke. So, und weg mit euch. So. Ach man, ey. Ich kann mich immer noch so aufregen, dass es gerade eben nicht geklappt hat wegen einem Glitzerpapierfassi, ne? Also die Papierfassis sind schon echt auch stark, vor allem halt den Glitzer, ne? Der normale ging ja, aber der war auch schon stark, ehrlich gesagt. Aber der Glitzer war halt dann ziemlich fies. Ich darf doch nicht, ja, das hab ich mir schon gedacht. Oder? Warte mal, ich will mal kurz testen. Darf ich jetzt? Ne, ich darf nicht, es wird abgebrochen. Okay, sie haben dran gedacht. Soll ich einfach durchrennen? Ich werde einfach mal durchrennen und hoffen und Glück haben. Ja, tatsächlich, cool, okay. Warum denn nicht vorhin auch gleich so? Mann, ah nee, Scheiger, das wollte ich nicht. Oder Flyguy wohl eher. Und sogar ein Erstangriff von ihm, das ist schlecht. Wir haben ja umgeworfen Mario.
Das ist blöd. Oh Mann, ey. Ja, ich brauche einen Frischwurz leider für Mario. Habe ich nur noch drei von denen. Ich muss mal neue Frischwurzel sogar kaufen, weil da brauche ich auch noch ein paar. Weil wenn natürlich einer umgeworfen wird, ist es immer sehr schlecht. So, zack. Und so. Na, was? Was? Ich bin genau dazwischen? Wie geht das denn überhaupt? Och Mann, ey. So. Dann mache ich einfach mal einen... ja, Meteorit dauert zwar ewig, aber wir haben ja auch jetzt ein bisschen Zeit und der wird ausreichen, um alle zu killen auf jeden Fall. Deswegen ich mach mal den hier, ist die sicherste Variante, um die alle sofort umzubringen mit einer Attacke. Weil ich glaube, die haben ja schon ein hohes Level, oder? Denke ich mal. Deswegen ist, glaube ich, schon der Meteorit dann keine verkehrte Idee. Wie viel Schaden nehmen die? 91. Durch einen tollen Treffer teilweise auch, aber trotzdem. Ist schon okay. Ich meine, Squash, ich weiß nicht, ob ein Squash-Angriff ausgereicht hätte für alle. Vielleicht sogar nicht mal unbedingt. Ehrlich gesagt. So, bam. Ja, obwohl, die sind zwei schon gestorben. Ja, nee, der ist wahrscheinlich doch ausgereicht, ehrlich gesagt. Dann werde ich jetzt sogar mit Mario mal den Angriff. Ich werde mal kurz, übrigens, das habe ich noch gar nicht getestet. Ich werde mal einfach jetzt nicht A drücken. Ah, okay. Dann. Ah, dann darf ich diesen letzten Treffer nehmen. Das ist ja interessant. Okay, jetzt sterben da trotzdem alle, ne? Genau. Das ist ja interessant, okay. Deswegen, ja, ich sollte definitiv immer A, B und Y drücken. Weil gerade bei diesem letzten Treffer mit dem ultra fetten Kometen kann man nochmal unendlich viel Schaden machen. Es macht mal viel, viel mehr Schaden als in den ersten drei Runden. Deswegen da auf jeden Fall immer versuchen, das zu schaffen. Definitiv. So. Gut. Wo ist der Schalter? Hier. Oder, ja, nee, kein Schalter. Die Kanone muss mehr treffen, genau. Und bam. So. Hätten wir es auch geschafft und damit haben wir auch alle Missionen des Spiels erfüllt und alle Medaillen gesammelt. Oder es kommt, vielleicht kommt noch eine Bonusmission, das kann ja sogar aus sein, oder? Keine Ahnung. Aber irgendwas wird jetzt auf jeden Fall passieren. Wir schauen mal. Wir kriegen... Ah, guck mal, eine coole Karte sogar. Angriff aller Teammitglieder wird zeitweise um 35% erhöht. Und? Passiert was? Weiter geht's, vergiss nicht zu speichern. Nee, es passiert nichts. Hm. Ist noch irgendeine aufgetaucht? Nein, ich habe doch jetzt alle, oder bin ich jetzt blöd? Ich habe überall einen Stern, ne? Ja. Ja. Ich habe alle. Hä? Warte mal, was steht hier? Gelingt es dir? Beende 70. Hä? Jetzt bin ich total verwirrt. Oder ist es... Warte mal, ist es so, dass noch beim Final Boss nochmal eine Mission vorher kommt? Oder wie? Hä? Ist bei dir noch irgendwas? Nee. Okay, ja, wahrscheinlich die letzte kriege ich dann halt für die 70 da. Hä? Warum fehlt mir denn, oder habe ich noch... Ach, nee, stimmt, ja, richtig. Ja, ich erinnere mich gerade, genau. Das, das machen wir... Oh, das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Ja, der Part wird dann jetzt sogar doch ein bisschen länger. Weil ich muss noch eine andere Sache machen sogar. Weil, also ich will auf jeden Fall beim nächsten Mal nur die Arena machen. Und zwar eben den Boss Rush. Und stimmt, mir ist was eingefallen. Das wollte ich auch noch unbedingt machen. Ja, richtig. Habe ich vergessen. Und zwar, ich will zurück zum Spiegelbildberg. Denn, wo ich eben noch ein bisschen mehr erkundet habe und eben, hier viel zum Südlichen, glaube ich, ein bisschen mehr erkundet habe, um eben die ganzen Glitzerkarten nachzuholen, ist mir aufgefallen, dass hier ein Toad steht mit Sprechblasen. Das ist nämlich, glaube ich, wieder so eine Intelligenzbestie, oder? Ich bin zuversichtlich, dass ich der Klügste bin überhaupt. Ja, Schlaumeier bin ich und so. Daher, ich suche jemanden, der schlauer ist als ich vielleicht. Ja, möchte ich. Okay, gut, dann nochmal ein Quiz zum Ende hin. Aber warum gibt es von dem dann keine schwierige Variante? Ach, keine Ahnung. Also gut, legen wir los. Zum Gewinn musst du 3 von 5 Fragen richtig beantworten. Es besteht kein Zeitlimit, also brauchst du dich auch nichts abzuhetzen. Okay, los geht's. So. Wer ist das? Shy Guy, Flammenhund, Bandit? Flammenhund? Was ist denn Flammenhund überhaupt? Keine Ahnung. Shy Guy auf jeden Fall. Wer davon ist Ludwig? Ja, das ist einfach. Du bist Ludwig, warte mal. Aber die anderen beiden sind schwieriger. Das sind viel schwieriger. Du bist aber Lemmy und du bist Larry, ne? Ich glaube, ich habe die jetzt wirklich durch das Spiel mittlerweile jetzt wirklich gut gelernt und mir auch gut eingeprägt. Iggy ist der mit den grünen Haaren, du bist Larry, du bist Lemmy und du bist eben Ludwig. Ludwig ist eh einfach. Okay. Was futtert Yoshi am liebsten? Melonen, Garnelen oder Blumen? Ja, Melonen eigentlich, ne? Genau. Ja, Melonen liebt er. Das lernt man aus verschiedenen Spielen. Welches Item belebt einen ohnmächtigen Kameraden wieder und stellt die Hälfte seiner KP wieder her? Ultrasirup, Wunderpilz oder Wunderpilz? Wunderpilz. Yay. Und? Wer oder was entfleucht er aus der Wand im Lagerraum des Pilzpalastes? Ein Buhu, ein Buch oder eine Monsterratte? Das war eine Monsterratte, ne? Ja, also eigentlich gratterig, aber Monsterratte steht hier. Na gut, passt auch. Das sind alle 5 Fragen, die ich beantwortet. Ey, du bist total schlau und so. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber diesmal habt ihr gewonnen. Yay! So, geschafft. Bla 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 bla. Ja, schnell voran. Ich will den Part beenden eigentlich, aber...
Ne? Bisschen blöd, das jetzt. Das habe ich wirklich völlig vergessen. Intellekt übertroffen, Moral hinüber. Ach, ich mach doch nur Witze. Ihr seid wirklich toll. Das war richtig gute Arbeit. Hier eine kleine Belohnung für euren Sieg. Die habt ihr euch verdient. Nein, es kommt noch eine Bohne, oder? Ach, scheiße. Ah, nee, okay, aber. Ah, okay, drei Bartbomben, das ist besser. Okay. Ich dachte schon, was? Ich bin der Allerklügste. Doch insgesamt gibt's fünf. Ja, ja. Ich kann es kaum glauben. Ihr habt alle der klügsten Toads übertroffen? Das ist fantastisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal erlebe. Versprochen ist versprochen. Hier also eure Belohnung. Viel Spaß. Oh, wir kriegen noch einen Ausrüstungsgegenstand wahrscheinlich, oder? Tatsächlich, ja. Die Pilzhandschuhe. Ja, Pilzhandschuhe. Die hören sich nicht gut an. Aber ruht auch auf eurem Erfolg nicht aus. Es gibt noch viel weitere Herausforderungen. Besucht eine Kito-Info-Zeitung und macht es euch an die Arbeit. Ja, ich weiß. Was können die? Wir schauen mal schnell. Aber ich glaube, irgendwas mit Items wahrscheinlich. Deswegen, die sind wahrscheinlich eher nichts für mich. Setzen automatisch einen Pilz ein, wenn du. Ja, den haben wir doch sogar schon mal bekommen, oder? Keine Ahnung, der ist auf jeden Fall Müll. Ehrlich gesagt, das hier war noch ein Tod, das ist auch ein bisschen. Eigentlich, ich kann gleich hier bleiben, eigentlich fällt mir auf. Ich bleib gleich hier sogar, ja, passt. So. Ich meine aber, es gab doch von allen Quiz-Toads bisher immer eine schwierige Variante. Also, warum von dem nicht? Oder gibt's von dem doch noch eine? Ich habe keine Ahnung. Ich rede mal einfach kurz mit dir hier. Vielleicht dürfen wir jetzt noch irgendwas bekommen, oder? Wir schauen mal. Achso, stimmt, jetzt habe ich ja erst 69, stimmt, genau. Und jetzt kommt noch die 70. Und damit haben wir dann wirklich auch alle Missionen geschafft und kriegen dann die letzte Karte. Und dann fehlt wirklich nur noch der Bossmarathon, der Final Boss, und dann sind wir wirklich fertig mit dem Spiel. Okay, gut. So, der Part ist länger, wie gesagt, aber ne, ist okay. Ich habe jetzt noch hier alles reingequetscht, was noch fehlte. Aber passt alles. Weil ich will beim nächsten Mal nur die Bosskampfarena machen und ansonsten nichts mehr. Gut. Okay, legen wir los. Zum Gewinnen musst du 8 von 8 befragen, beantworten und du hast 10 Sekunden Zeit, wie immer. So, los geht's. Was davon wirft Spike? Ja, Stachelkugel, eine Schockbombe oder ein Stein. Eine Stachelkugel. Yay. Womit bewegt sich Kamek fort? Mit einem Schrubber, mit einem Besen, mit einem Pinsel. Mit einem Besen natürlich und bitte noch sonst. Okay, bisher sind ziemlich einfach die Fragen. Mal gucken, wie die sonst noch werden. Was pflegt der Pilz... Was? Pilz liefert der Toad im Pilzpalast gewöhnlich zu rufen. Pilze, frische Pilze. Möchte jemand Pilze? Pilzlieferung. Pilzlieferung, glaube ich, oder? Scheiße. Dann war es Pilze, frische Pilze. Scheiße. Ach Mann, ey, ja. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Quiz verkackt habe. Ne? Ich glaube, ansonsten habe ich es immer gewusst, immer beim ersten Mal nie einen Fehler gemacht. Obwohl, nee, ich glaube, im normalen Modus habe ich schon mal Fehler gemacht. Aber da war es ja egal. Ich glaube, im schwierigen Modus habe ich noch nie Fehler gemacht und jetzt zum ersten Mal. Naja, dann halt nochmal. Der Part ist ja eh schon länger, ne? Das ist auch schon egal. Was geschieht, wenn man auf einem Papierfasi stampft? Er schläft ein, er explodiert, er wird in zwei Hälften gespalten. Ja. Achso, das ist nur, wenn man auf ihn springt, oder wie? Bei anderen? Ach, das ist ja interessant. Wer oder was entfleuchtet? Ja, das ist die Monsterratte. Das heißt, ich sollte also Hammerangriffe auf Fassis machen. Sehe ich das richtig? Das ist ja interessant, okay. Was pflegt der Pilzverlierte? Ja, der... Oder? Möchte jemand Pilz... nee, Blödsinn, sondern Pilze, frische Pilze war es dann. Genau, okay. Ja, stimmt eigentlich, ja. Aber ja, Pilzlieferung hätte auch sein können. Naja. Bei welcher Paarattacke kommt dein Hammer zum Einsatz? Das ist beim Bombenderby. Jupp, bei den anderen beiden nicht. Dann weiter geht's. Hälfte haben wir schon. Auf wie vielen Beinen steht Wiggler? Was? Er hat 5 Körperteile, ne? Also 10. Oh mein Gott, was ist denn das für eine Assi-Frage? Oder sind's... Ja, nee, es sind, glaube ich, nur 4 Körperteile, oder? Ich meine... Also an sich, ich meine, bei seinem Kopf hat er ja keine Beine. Und dann sind es 4 oder 6? Nee, 6 Körperteile sind es aber nicht, dann sind es 4 Körperteile. Ja, okay, es sind wahrscheinlich insgesamt 5 mit seinem Kopf. Den habe ich auszusehen wahrscheinlich auch als Körper gesehen, wo auch Beine dran sind, aber das sind ja keine Beine an seinem Kopf. Ach, Mann! Oh, jetzt weiß ich hier nicht noch so fehle, hey. Das ist eine Blume übrigens. Genau, eine weiße Blume, ja. Yep. Oh Mann, ey, ich kann mich so aufregen schon wieder. Was futtert Yoshi am liebsten? Melonen? Jetzt kennen wir auch die Fragen schon langsam. Also ich glaube, die haben immer pro Toad irgendwie so 20 Fragen vorbereitet oder so. Wer ist das? Du bist jetzt Iggy, ne? Nicht Lemmy, ne? Lemmy ist der andere. Du bist Iggy. Genau. So, sehr schön. Dann, weiter geht's. Auf wie vielen Beinen steht Wiggler? Ja, dann sind es 8. Ja. Ach Mann, ey, ist so ein Blödsinn. Das ist aber schon schwierig, finde ich. Was pflegt der? Ja, der pflegt zu sagen, Pilze, frische Pilze. Das mit dem Wiggler ist aber schon schwierig, oder? Ich finde schon. Vor allem unter Zeitdruck. Jetzt, wenn ich noch länger nach hätte denken können, dann vielleicht schon. Wer befindet sich während der Ausführung eines Trio-Griffs zu unterst? Was? Ja, Toad nicht. Mario. Nein! Nein, das ist Luigi. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh Mann, ich kann so kotzen. Warum schaffe ich das denn nicht? Das gibt's doch nicht. Ist es wirklich Luigi? Ja, nee, stimmt, das ist Luigi, ja. Ich meine... Ja, ist es überhaupt Luigi? Ich meine, ja, muss ja so sein, ne? Ich meine, Toad ist auf jeden Fall nicht, aber... Ich hätte jetzt auch irgendwie dann doch gedacht, dass es... Ach, keine Ahnung, was ich gedacht hätte.
Oh mein Gott, es tut mir so leid, Leute, dass ich jetzt hier noch so am rumfailen bin, das gibt's nicht. Aber jetzt haben wir eh bald alle Fragen durch und dann weiß ich die Antworten ja eh. Monsterrate, also viele neue Fragen kann es eigentlich gar nicht mehr geben, die wir noch nicht gehört haben. Ich meine, ich muss schon auch zugeben, dass ich... Was gegen die Papierkindermonster die wirksamste? Die Blume. Ich muss schon auch zugeben, dass ich bei früheren Fragen oftmals Glück hatte ein bisschen und da auch teilweise geraten habe, dann richtig lag. Aber... Trotzdem, das ist schon jetzt blöd, dass ich jetzt hier so sehr am Failen bin. Aber die Fragen sind schon auch nicht einfach, das ist auf jeden Fall. Wer ist das? Das ist ein Shy Guy, das wissen wir schon. Ja, jetzt kennen wir wirklich schon alle Fragen, so ziemlich. Was auch sehr witzig ist. Das war ein Besen. Ja, kein Pinsel und auch kein Schrubber, sondern ein Besen. So, zwei Fragen noch. Jetzt sind sogar andere Antwortmöglichkeiten. Ja, das hätte ich gewusst. Weil ich weiß, dass Paper Mario oben ist. Und deswegen hätte es Luigi sein müssen. Ach man, hätten die nicht das gerade eben auch schon nehmen können mit Paper Mario anstatt Mario? Ach man, ey. So, letzte Frage. Was taucht auf, wenn die Trio-Attacke Trio-Shuriken erfolgreich ausgeführt wird? Die Sonne, ein Häschen oder der Mond? Ist das dein Ernst? Der Mond. Kann man im Hintergrund, glaube ich, erkennen, ne? Ja, genau. Da fällt dann diese Wand so weg und dann kommt dann der Mond zum Vorschein. Ach man, ey. Das war jetzt aber echt noch tricky Fragen, oder? Finde ich. Oh Gott. Ja, geschafft. Yeah. Heieieiei. Übrigens, der morgige Part wird wahrscheinlich auch länger werden. Also es wird auch ein 40-Minuten-Part werden wahrscheinlich, weil das Boss-Medley wird dauern. Und dann der Final Boss mit Credits und mit Story zu Ende und so weiter wird auch 40 Minuten wahrscheinlich dauern, denke ich, weil ich auch alle Attacken natürlich zeigen will. Also die werden jetzt ein bisschen länger werden. Mal gucken. So, und die letzte Kampfkarte für 13 Sternpunkte. Alle Gegner erleiden 6x25 Punkte Schaden. So, kriegen wir noch irgendeine Belohnung oder so? Oder was ist Belohnung? Irgendwie... Nee, nicht mehr. Okay. Wir haben einfach alles. So, Kampfkarten. Können wir hier sehen. 154 und 154. Wir haben alle. Sehr schön. Gut. Ich will noch ganz kurz auf diese Liste da gucken. Ob da jetzt noch irgendwas steht. Halt, da scheint es noch. Ja, okay. Durch den Abschluss aller Missionen hat der Empfänger dieser Auszeichnung größtes Geschick und äußersten Einsatz bewiesen. Im Namen aller Kido-Infozentren möchten wir daher folgende Belohnung vergeben. Welche Belohnung? Hä? Was? Aber was stand da am Anfang? Auszeichnung für herausragende Leistungen. Ach, das ist die Belohnung, dass ich eine Auszeichnung bekomme. Ja, okay. Besser als nichts. Aber auch nicht viel besser. Okay. So. Dann. Würde ich aber sagen, Leute. Habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alles soweit noch irgendwie... Ich werde mich mal übrigens hier kurz heilen. Ich glaube, ich wirklich jetzt alles soweit irgendwie gemacht, was irgendwie ging in dem Spiel. Ich werde jetzt dann eben noch bis zum nächsten Mal hier den S-Rang nachgeholt haben beim Kartonkoloss-Kampf gegen Bowser. Und beim nächsten Mal kommt dann eben noch das Boss-Medley und das werden wir dann auch noch machen. Also eine andere Sache werden wir beim nächsten Mal auch noch machen. Und zwar unsere ganzen Bonuspunkte eintauschen und eben alles kaufen, was da so geht. Dass wir da auch dann wieder auf Null sind und dann auch wirklich alles gekauft haben, was da irgendwie machbar ist. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, wirklich fertig und haben soweit alles gemacht hier in dem Spiel, was irgendwie geht. Hier überall Sammlungen, Kampfkarten, Bonusaufgaben werden wir dann alles noch haben. Deswegen, das passt auf jeden Fall. Wir können mal kurz jetzt hier gucken, ob jetzt wirklich nur noch das Boss-Medley fehlt bei Spezial. Ich glaube aber schon, ne? Nee, es fehlt noch mehr. Ja, stimmt, Kartonkoloss, genau. Hole ich ja noch nach. Und dann eben hier noch das Medley. Richtig, okay, gut. Dann würde ich also sagen, Leute, war es für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten zum vorletzten Part dieses Let's Plays. Also die 100 Parts werden wir nicht mehr erreichen. Aber wir waren wirklich kurz davor, ehrlich gesagt. Ist schon wirklich ein sehr, sehr langes Spiel, aber auch ein richtig geniales Spiel. Aber mein Fazit wird dann noch bei den Credits kommen. Im übernächsten Part, nach dem Final Boss auch. Würde ich mich schon sehr darauf freuen. Aber erstmal beim nächsten Mal noch die Kampfarena mit dem Secret Boss, was bestimmt auch sehr cool wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.